So, ja, wie immer, nach langer Zeit mal wieder. Willkommen zurück zu einem Video. Heute soll es um den Poll Selection Banner gehen. Ich denke, es ist, denke ich, keine Überraschung jetzt zu der Zeit. Aber bevor ich summon, will ich sagen, bedenkt auf jeden Fall, die nächsten Tage kommt die Ankündigung für den End of the Year Banner. Und es wäre auf jeden Fall smarter dafür zu warten. Das kann ich euch versprechen. Aber ich habe für mich entschieden, ich werde trotzdem schon jetzt in den Banner reingehen. Aufgrund der Charakter, genau, hier können wir uns die anzeigen lassen, weil ich einfach gefühlt niemanden davon habe. Also ich habe actually nur die Anniversary Charakter, den Ichigo, den Uryu und den Grimmjow hier. Ansonsten glaube ich tatsächlich niemanden. Ja, deswegen, solange ich neue Units ziehe, bin ich echt zufrieden, kriege ich auch ein paar Orbs wieder rein und einfach ein paar coole neue Units. Ich überlege gerade, wen hätte ich denn am liebsten überhaupt? Also wahrscheinlich den Eisen hier, für die ist Pada Week. Und er ist auch einfach nice. Die Rukia wollte ich gerne, aber ich, keine Ahnung, mit dem Anniversary-Eisen, den wir bekommen haben, also den 1000er Blood War Arc-Eisen, der hat ja auch den Aranka-Killer und ist eine Net-Unit und ist definitiv stärker als sie bei weitem. Ja, brauche ich sie jetzt nicht mehr unbedingt. Also eigentlich, ja, Dupes von dem Ulquiorra sind cool. Die Momo nehme ich auch gerne mit. Und sonst, oh, keine Ahnung, Isanne würde ich auch nicht nein zu sagen. Aber ich habe eigentlich gar keine richtigen Wünsche. Trotzdem ist ein stabiler Banner, also wahrscheinlich der beste des Jahres von der Value her. Genau, deswegen gehen wir rein, würde ich sagen. Erstmal natürlich in die Singles, also wenn ich hier einen Five-Star kriege, wäre irgendwie sehr lustig, aber ja, ich glaube da nicht dran. Haben wohl vielleicht der Erste? Na, 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 na. Oh, Überraschung. Ich glaube, hier gehen wir auch nicht deeper, also das sind nur gewastete Orbs, oder? Boah, doch eigentlich just for fun? Doch. Obwohl, wie viel sind das? 15? Doch, machen wir. Einfach just for fun. Warum nicht? Die Orbs tun mir jetzt auch nicht so sehr weh. Also auch wenn ich heute nicht gut ziehen werde, wird nicht schlimm sein. Weil ich bin ja jetzt auf keine Charakter angewiesen. Daher komme ich auch gut damit klar, wenn ich ein paar Dupes kriege. Oder, also überhaupt 5 Stars wären schön. Aber ja, wir gucken mal. Vielleicht werde ich auch komplett zerschäftet. Man weiß ja nie bei BWS. Ich denke, jeder kennt es von euch. Euch natürlich auch ganz viel Glück, wenn ihr hier reingeht. Aber ja, ich bin super hyped auf den End of the Year Banner, muss ich sagen. Und ich weiß gar nicht, ob es 1000 Year Blood War oder die nächsten Beyond oder die letzten, nee, die vorletzten Beyond Captains werden, endlich mal. Ich erwarte tatsächlich irgendwie eher Beyond Captains, muss ich sagen. Weil es kam so lange keine mehr. Ich glaube, Yoruichi und Zeuphon waren doch tatsächlich die letzten beiden. No way. Okay. Ja. Oh, das ist Isanne. Ey, mega. What the fuck? Hä? Ich kann es gerade nicht glauben, dass wir gute Charakter bekommen haben und dann auch noch vom Single. Ja, dann ist hier Schluss bei den Singles. Hä? Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, okay. Gut, das sieht auch noch 5-Star aus. Ach, scheiße, okay. Scheinbar kommt das Glück zurück auf mich. Okay, 2 out of 5, nehme ich. Aber dafür muss ich sagen, die Accessory Summons, die Free Summons, die liefen leider gar nicht gut. Da habe ich insgesamt zwei Accessories bekommen. Und ich glaube, beide nicht wirklich. Oh, war überhaupt ein neues dabei? Naja, jedenfalls keine guten. Ich brauche endlich mal Golden Chappies. Endlich mal. Ich habe erst eins. Und das nach einem oder anderthalb Jahren Spielen. Das ist schon ein bisschen sad so. Und hier werde ich übrigens bis zum garantierten Step gehen. Also nicht weiter, weil, wie gesagt, der Banner ist super. Aber scharf drauf bin ich nicht. Und, what the fuck, was ist denn heute los? Also, ah, das ist Toshiro, oder? Ah, cool. Ja. Das nehme ich doch. Oder den nehme ich doch. Dann schauen wir mal. Vielleicht noch mehr. Vielleicht noch mehr. Also, for real, das ist ja. Aber wie gesagt, neue Charakter waren das Ziel. Jetzt schon zwei bekommen. Da sage ich doch nicht nein, Mensch. Da sag ich doch nicht nein. Ich werde ihn halt nicht benutzen, weil ich habe den neuen Ulquiorra und der ist. Der ist, was wollte ich denn sagen? Genau. Der ist basically eher ein upgraded, weil der Toshiro hat ja Pot plus 5 und schon wieder? Nee, jetzt mein Chef, oder? Muss auch mal sein, das ist auch okay. Der hat hier die Pot Ability von dem Pot Skill und den Drop Skill, aber der Ulquiorra hat eben beides Pot und Drop und Super Pot dazu noch, deswegen, ja, ich brauche den halt nicht. Oh nein! Okay, Caleb. Jetzt kommst du mir so um die Ecke. Na gut. Na gut. Heute bin ich, wie gesagt, nicht sauer, weil ich habe schon zwei neue Chars bekommen. Ey, mega wirklich. Und ja, okay. Also,
Drei Chefs in Folge sind aber schon hart. Vielleicht hätte ich so nicht anfangen sollen. Na gut. Oh, hier ist schon der Guaranteed Step. Na gut, ging schneller als gedacht. Aber so ist es. Wird dann nicht so ein langes Summoning. Mal schauen, wie wir kriegen. Ich wäre über ein Ichigo froh. Also, Anniversary Ichigo. Ja. Das ist die Nelliel. Okay. Ja, cool. Also, habe ich nicht. Werde ich auch nicht benutzen so. Aber schön zu haben. Gefühlt werden irgendwie immer die Swimsuit-Banner-Charakter. Die sehen erst sehr, sehr Hype aus. Oder dass man die doch brauchen könnte. Aber relativ im Endeffekt werden sie relativ schnell outdated. Aber irgendwie würde ich doch noch gern Step gehen. Aber ich möchte jetzt hier nicht unnötig Orbs wasten. So, ich bin mit 300 Charakteren rausgegangen. Wir können auch nochmal gucken, welche das sind. So, wo ist denn Acquired? Da. Genau. Die... Ah, 4 neue Charakter. Ja, doch, ey, ist stabil. Total stabil. Also, klar, könnte besser sein, aber könnte auch viel schlechter sein. Bin mega zufrieden. Hätte zwar lieber die Momo bekommen, muss ich sagen, als die Nelliel auf jeden Fall. Einfach, weil sie halt ein super Potchar ist für... Vom, wie heißt das? Power-Attribut. Aber ja. Genau. Und den Tosch, den brauche ich auch nicht. Aber, ey, neue Chars, neue Orbs. Guck mal, das sind schon wieder 125, 125. Ja, guck mal, knapp an die 500 Orbs ist auch super Match. Kann man sich auch echt keiner beschweren. genau. Gibt's noch was zu sagen? Ich überlege gerade. Ich habe mich jetzt lange nicht mehr gemeldet, deswegen. Genau, den Ulquiorra. Da hatte ich auch überlegt, ob ich da reingehe, aber nee, ist halt. Eines Tages werde ich ihn bestimmt nochmal aus Tickets ziehen. Oh, stimmt, wollen wir hier reingehen? Oh Gott, es gab auch die Con-Presence, glaube ich. Doch, ich glaube, wir machen noch. Ja, seht ihr, Leute, seht ihr, wer dran geblieben ist, der freut sich noch über ein 5-Star-Ticket, was hoffentlich. Ah, oder auch nicht. Da fehlt doch noch was, oder? Ein 5-Star-Ticket, was hoffentlich kein Shaft wird. Das wäre blöd. Am liebsten natürlich einer der 300 Ulquiorras, aber daran glaube ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Wir gucken mal. Ja. Hier kann sehr, sehr geiler Stuff drin sein, aber auch mindestens genauso beschissener Stuff. Und ich glaube, er ist mit Bullshit, aber es ist nicht schlimm. Okay. Warte, was? Wie ist sie denn in diesem Pool hier drin? Dann war das ein besonderes Ticket. Lol. Gut, sie habe ich halt schon 5 out of 5, aber dann können wir gleich den letzten Set rerollen. Das ist ganz cool. Ah doch, wir gehen noch die 30 rein. Kommt. Ab nächsten Jahr wird dann gespart bis zum Anniversary. Und dann gibt es ein großes Summoning. Das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht super aus. Okay. Ah, Bleach heute. Gnädig. Kenne ich, ist das Maramura? Ah, perfekt. Genau, den meine ich natürlich. Kaname, wollte ich sagen. Aber habe ich leider auch schon, soweit ich weiß. Damit ist der Tour der 5? Ich glaube, Tour der 5. Ah, Toon One. Oh, oh, komm. Vielleicht. Ah, schade. Aber nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Also, 3 neue Charakter heute bekommen und das ist super. Das ist wirklich super. Ey, das sieht schlecht aus. Ja. Schade, ich hatte Hoffnung. Aber was soll man machen? Letzter? Nochmal ein 5-Star? Ah? Was? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ey, actually Hype. Okay. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, Momo, komm. Ah, wirklich sogar. Ist sie neu? Ich glaube, die ist neu, oder? Bitte? Vielleicht habe ich die aber auch schon. Ich bin mir nicht sicher. Ja, okay, verpiss dich. Der ist so kacke, den habe ich schon vor 100 Jahren gezogen, das erste Mal. Vielleicht ja, versteckter 3-in-1, nein, leider nicht. Aber cool, ey, sie ist neu. Und ich glaube sogar, sie ist für Chronicle Quest interessant. Doch, bin mir relativ sicher. Ey, Leute, wir haben heute übel Plus, also na, was heißt Plus gemacht, aber, ne, hier, ey, übel stabil so. Insgesamt heute 4 neue Charakter gezogen. Super. Und ja, wie versprochen, wir rerollen den letzten Set von der Lisa. Mal schauen, vielleicht kriegen wir... Ja, wo ist sie denn? Ah, vielleicht mal so sortieren. Okay, länger. Wo ist ein Transcendence? Da, so. Oh, der Jurawach auf 5-5. Der tut sehr gut. Der tut sehr, sehr, sehr gut. Ja, ich habe schon Fokus. Aber es wäre ein bisschen schöner hier... ich wollte sagen, Spezialangriff, aber nein, Quatsch. Spirit Pressure zu haben. Oh, ja. Das Ding ist als Link immer noch besser. Ich benutze sie allein eh nicht. Ich glaube, ich nehme das tatsächlich.
Wie Lost, aber nicht neben das. Ja, doch. Für, falls ich mal irgendwann eines Tages einen Hybrid-Charakter spielen werde, dann ist sie der Link. Genau. Naja. War ein erfolgreiches Summoning. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich schon in ein paar Tagen wieder. Zum einen zur Banner-Analyse zum neuen Banner. Nämlich dem End of the Year Banner, wo ich, oh, ich bin so hype drauf, ich freue mich drauf. Und dann auch zum Summoning, also ich würde mich sehr wundern, wenn ich da nicht reingehe, zumindest die 7 Steps oder 6. Ja, mehr da mal schauen, weil ich muss jetzt ja auch nicht meine Orbs wasten, wenn das nur so okay ist, oder das heißt okay, Chasen, aber Chasen, die ich nicht brauche. Aber ja, vielleicht noch, falls es wen interessiert, der Rest kann jetzt abschalten. Kein Problem, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich würde nochmal kurz auf die Charakter einzeln eingehen, falls irgendwer hier nicht so Plan hat. Ich weiß, es kommt jetzt ein bisschen spät. Hätte man am Anfang machen können, aber Leute, besser spät als nie. Nehmt es ja nicht persönlich. Ah, stimmt, den Grimjaw gibt es ja auch hier. Ey. Naja, jedenfalls, ja, Anniversary Ichigo muss ich glaube nicht sagen. Super broken Unit, also da lohnt es sich sehr viel reinzugehen. Der Grimjaw ist ein super Pot-Character und auch, doch, ich glaube, eine ziemlich starke Unit hat Flurry. Nee, Frenzy plus 2, soweit ich weiß. Also auch ein Charakter, mit dem man tatsächlich was anfangen kann. Also nicht nur fürs Farm, sondern auch für andere Bereiche des Games, sage ich mal. Hat den Aranka-Killer, soweit ich weiß. Genial, oh, über die weiß ich gefühlt gar nichts. Also ich glaube, sie ist der Super-Pot-Char, der erste für Mind. Ja, ich habe wie gesagt den Ulkiora. Daher brauche ich sie halt nicht so. Sie wird jetzt in meiner Box vergammeln, aber so ist es. Ist nicht schlimm. Vielleicht irgendwann als Bonus-Unit. Das kann nicht schaden. Ja, trotzdem, wenn ihr einen Ulkiora nicht habt, dann schadet sie auf jeden Fall nicht. Die ist dann super zu haben. Der Uryu auch, ja, was soll ich sagen, Anniversary Character, total broken. Also lohnt sich für den auch reinzugehen, wenn ihr ihn unbedingt haben wollt. Die Isana ist, wie gesagt, Pot und Drop Ledger. Auch, ich weiß gar nicht, was der Killer ist. Huh. Naja, da müsste ich jetzt raten. Nee, kann ich draufdrücken? Nö, na, Pech gehabt. Jedenfalls, ich glaube, sie ist auch gar nicht so schlecht, aber ich weiß über sie nicht viel, ehrlich gesagt. Aber es ist halt ein Farming Character, ist super. Dann, der Grim, der Ulkiora. Ist für Guild Quest, hat den Espada Killer und ist super, super nice. Hat auch den, die, wie heißt das, Attack Up, 80% Attack Up Fähigkeit, wenn das Status Element geprockt wird. Also die, wie heißt das, Drain, der Drain Effekt, genau. Dann kriegt er einfach 80% Damage ab, was sehr nice ist. Also der ist super, super cool. Ich bin auch sehr froh, den zu haben, wirklich. Und für Leute, die bei Espada generell Probleme haben, ey Leute, für den lohnt sich's schon. Dann die Lisa, ist eine super, super, super gute Mind-Unit, hat den Quincy-Killer, wird jetzt ja immer wichtiger, wo der Thousand-Year Blood War Arc auch in das Spiel mehr und mehr implementiert wird, deswegen, ja, auch eine super Unit, aber muss man dazu sagen, die kann man auch über normale Tickets bekommen, dasselbe gilt übrigens für den Ichigo und für den Uryu. Der Eisen hier, der ist auch ein Spada-Killer, aber physisch wollte ich sagen, wie heißt es denn in dem Game, nett, also Normal Attack, Quatsch. Es ist eine nette Unit, ja, aber wie heißt es denn? Ranged und Melee. Genau, er ist Melee. Ja. Die Urime ist einfach vom letzten Jahr. Keine Ahnung, was die hier soll. Naja, harte Zeiten. Die ist einfach nur ein Linkslot-Charakter auch. Und ich glaube jetzt nicht so mega gut. Also, ich glaube gut für Epic Raids tatsächlich, aber ansonsten, also sonstige Modi, glaube ich jetzt nicht so zu gebrauchen. Und der Tosh ist auch Pot- und Drop-Charakter. Killer weiß ich auch nicht. Nee, weiß ich nicht. Aber ja, all in all, wie gesagt, ein super, super, super valuable Banner. Also wenn ihr neu im Game seid, dann geht da sowas von rein. Letztes Jahr war ja auch mein erstes und da bin ich auch in den letzten Pole Selection Banner. Ich glaube mit 5k Orbs reingegangen und habe einfach Anniversary Eisen 5 out of 5 bekommen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Genau, deswegen, vielleicht habt ihr dasselbe Glück mit dem Uri und dem Ichigo. Beides sehr gute Chars, wie gesagt. Ja, also da auch wirklich viel, viel, viel Glück euch. Sowohl die beiden zu bekommen, als auch alle anderen Units. Weil, wie gesagt, also hier gibt es keine schlechten Units drin, so, ne? Alles gut. Hier seht ihr nochmal. Und immer noch hat er aber leider nicht den SP-Skill auf 3 Sterne, sondern Fokus auf 3. Ist ein bisschen schade, aber was soll man machen? Aber jetzt, genug gelabert. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten gehabt. Und ja, wünsche euch, wenn ihr keine schönen Weihnachten gehabt habt, dann jetzt schöne Weihnachten. Und wir sehen uns im nächsten Video, was, wie gesagt, die Analyse zum Banner wird, denke ich. Und dann das übernächste Video kommt kurz danach, nämlich das Summoning. Und ich bin super gehypt auf die Charakter. Also dann, bleibt gesund und bis bald.